Sollten Sie jetzt noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne jetzt auch währenddessen noch in das Fragentool eingeben. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal starten und Fragen aus diesem Riesenumfang rauspicken. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit den Antworten kommen. Genau. So. Also eine Frage wäre, wo findet man weiterführende Informationen an die Anforderungen für den Ablauf der Auditierung? Danke, Sabine. Ich gehe stark davon aus, dass sich der Sachverhalt auf den oder die Frage auf den Sachverhalt der Cybersecurity oder Software-Updates mit bezieht. Ja, das war zu der Frage gestellt. Danke. Es ist so, dass das Thema natürlich sehr, sehr komplex ist. Und es gibt mittlerweile in die Vorschrift, die ja seit 2021 bereits existiert, wirklich mannigfaltig Informationen. Man kann sich da natürlich sehr intensiv einlesen in dieses ganze Thema, indem man die Foren der Vereinten Nationen mit berücksichtigt und indem man möglicherweise auch Informationen mit sichtet, die die Behörden bzw. auch die Kommission zur Verfügung stellt. Aber es gibt zwei Dokumente, die ich an der Stelle hervorheben möchte, gerade für Hersteller, die mit dem KFO-Bundesamt zusammenarbeiten. Eines davon habe ich in meinem Vortrag schon mal erwähnt gehabt. Das ist das Dokument der Leitfaden für die technischen Dienste, Benennungsregeln. Diese Leitfaden birgt nicht nur die Benennungsregeln für die technischen Dienste, sondern auch Anforderungen daran, was der technische Dienst bei einem Audit zu berücksichtigen bzw. auch abzuprüfen hat. Da sind sehr viele Informationen drin über was für Informationen, was für Dokumente müssen zur Verfügung gestellt werden, wie werden Auditzeiten berechnet, welche Prüfumfänge werden mit welchen Zeiten mit berücksichtigt und so weiter. Das ist ein Leitfaden, den können Sie im Technikportal vom KFO-Bundesamt herunterladen. Ist ein sehr hilfreiches Dokument. Darüber hinaus gibt es noch ein zweites Dokument, das ist ein Fragenkatalog für die jeweiligen Anforderungen. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, circa 17 DIN A4-Seiten hat dieses Dokument, wo ganz explizit Teilpassagen der Regelungen herauskopiert worden sind. Das betrifft auch beide Regelungen, wo ein Normenbezug tatsächlich auch teilweise mit implementiert ist und was der Hersteller unbedingt vor dem Audit auch ausfüllen soll. Daraus ergeben sich natürlich auch ganz, ganz viele Informationen darüber, was im Audit mit auf den Hersteller zukommt und was dort mit zu berücksichtigen ist. Aus meiner Sicht heraus auch ein sehr hilfreiches Dokument auch zu finden im Technikportal vom KFO-Bundesamt. Und mit diesen beiden Dokumenten, denke ich, kommt man schon mal ein ganzes Stück weiter. Die sollten durchaus sehr hilfreich sein. Okay, danke dir. Ich hoffe, das war eine Erklärung, für den zufriedenstellend war. Habe ich noch eine Frage, die ist ein bisschen in die gleiche Richtung. Da geht es darum, ob man Hilfestellungen zur Erstellung von Risikobeurteilungen bekommen kann oder wie. Ja, auch ein Thema, was ich bei diversen Herstellergesprächen in der Vergangenheit schon mitbekommen habe, das Thema Risikobeurteilung. Natürlich sehr spannendes Thema, weil man heutzutage Risikobeurteilungen macht nach bekannten Vorschriften, nach der ISO 12100, nach der ISO 13849 oder sowas. Und die betrachten natürlich nicht Themen wie Cybersecurity oder Software-Update, Sachverhalte. Das heißt, hier muss man durchaus etwas neuere, andere Wege gehen. Ich hatte während des Vortrags zwei Normen erwähnt. Das war einmal die ISO 21434 und einmal die ISO 24089. Beides Normen. Die eine beschäftigt sich mit Cybersecurity, die andere Norm mit Software-Update-Sachverhalten. Die geben zumindest mal einen rudimentären Hinweis in Richtung Risikobewertungen, die man da durchaus mit als Hilfestellung verwenden kann. Darüber hinaus bieten wir noch gerade für Mehrstufentyp-Genehmigungsinhaber eine Excel-Tabelle an, die auch nochmal zumindest wichtige Kriterien darstellt, die berücksichtigt werden sollten und die dann Einfluss auf die Risikobewertung haben könnte.
Das heißt, die beiden Normen zusammen mit der Excel-Tabelle sind zumindest mal Hilfestellungen, die in die Richtung gehen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch diverse Konsulente Unternehmen, die dort mit unterstützen können. Okay, danke. Als nächstes habe ich zwei ähnliche Fragen. Ich glaube, man kann sie in die eine zusammenfassen. Kann das Audit für das Management-System auch mit einem ISO 9001 zusammen erfolgen? Ja, auch ein Thema, mit dem ich in der Vergangenheit schon konfrontiert wurde. Wir reden hier viel über Management-System-Zertifizierung, das ist ganz klar. Wenn der Auditor, der die 9001-Zertifizierung macht, bei den Herstellern ins Haus geht und man stellt sich dann die Frage, wir haben ein integriertes Management-System zu bewerten, kann denn das nicht der eine Auditor gleich mitmachen, dann reduzieren wir entsprechend die Auditzeit. Nachvollziehbar die Fragestellung, hier kriegen wir lediglich zweierlei Herausforderungen. Zum einen haben wir die Thematik, dass die Auditorenkompetenz sehr stringent geregelt ist. Das heißt, der Auditor, ich nutze mal das Wort eierlegende Wollmilchsau, die als Anforderung dort geregelt ist, muss Cybersecurity-Kompetenz haben, muss Software-Update-Kompetenz haben, muss Management-Zertifizierungskompetenz haben, muss Homologationskompetenz haben im Hinblick auf Gesamtfahrzeuge. Und derartige Personen, die gibt es nicht wie Sand am Meer, beziehungsweise die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, man macht das immer als Audit-Team und bedingt dadurch, dass die Homologationskompetenz damit gefragt ist, hat man behördenseitig entschieden, dass die zu auditierenden Umfänge nur durch technische Dienste der Kategorien A und B auditiert werden können. Und ein klassisches ISO 9001 zertifizierendes Unternehmen ist jedoch ein technischer Dienst der Kategorie C. Jetzt kann man natürlich denken, ja, das eine ist ein technischer Dienst, das andere ein technischer Dienst, passt ja zusammen. Aber in den allerwenigsten Fällen sind die technischen Dienste der unterschiedlichen Kategorien zusammen, sondern es sind zwei verschiedene, zumindest Legal Entities innerhalb der Unternehmen. Und das sind alles Gründe, die dazu führen, dass in den allermeisten Fällen bedauerlicherweise eben nicht das ISO 9001 Audit mit dem Audit für Cybersecurity oder Software Update Management Systeme kombiniert werden kann. Leider. Okay. Gut, danke. Dann gleich eine Frage dazu. Kann das Audit auch remote erfolgen? Ja, auch eine Frage, klar, im Hinblick auf Corona-Reisekostenreduzierungen, gerade wenn Standorte mit dabei sind. Was machen wir? Müssen wir unbedingt das vor Ort machen? Das ist eh alles schon recht kostenintensiv und so weiter. Hat man sich auch damit beschäftigt, behördenseitig, steht bei der Gelegenheit, ohne dass ich jetzt explizit auch Werbung für die Dokumente von KWA machen möchte, aber auch da nochmal sehr, sehr eindeutig drin in diesem Leitfaden zur Benennung von technischen Diensten. Nein, es geht nicht ausschließlich remote. Wir können Teile des Audits remote durchführen, aber es steht klar in diesem Dokument auch niedergeschrieben, dass mindestens 70% der durch die Vorgaben der ISO bestimmten Auditzeit beim Hersteller vor Ort auditiert werden müssen. Dabei reden wir über eine Auditzeit, die nicht weniger als 32 Stunden beim Erstaudit betragen muss. Wir können bei mehreren Standorten entsprechende Gruppierungen machen, ähnlich wie das bei Matrix-Zertifizierungen gemäß ISO 9001 der Fall ist. Aber das bedarf dann nochmal einer separaten Abstimmung. Und bedauerlicherweise ist es auch so, dass auch bei einem Re-Audit, zumindest nach den Spielregeln vom Kraftfahrt-Bundesamt, auch eine gewisse Mindestauditzeit vor Ort stattfinden muss. Insofern leider die Antwort nein, wir können es nicht ausschließlich remote machen, wir können nur Teile davon remote abbilden. Okay, gut. Zum Thema Produktprüfung gab es auch ein paar Fragen, da hätte ich jetzt die dazu. Wo kann die Produktprüfung erfolgen und nach welchen Maßgaben werden die durchzuführenden Prüfungen ausgewählt?
Ja, bei diesem Thema muss man sich zuerst mal in Erinnerung rufen, das Thema Produktprüfung an sich im Vergleich zu dem Gesamtaufwand, der im Zuge der Runde 55 und 56 Zertifizierung auf die Hersteller zukommt, aus meiner Sicht heraus ein tendenziell untergeordneter Aspekt, gerade bei Aufbauherstellern oder bei Herstellern, die eben nur geringere Änderungen an der IE-Architektur des Fahrzeugs vornehmen. Aber nichtsdestotrotz können wir die natürlich nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Es ist wichtig, dass man sich damit auch beschäftigt. Generell ist es so, dass diese Produktprüfungen, also sogenannte Pen-Tests oder Penetration-Tests, über die man da spricht, durchaus auch beim Kunden vor Ort machen kann, beim Hersteller. Ja, sofern natürlich die Kompetenz und das Prüfequipment vorhanden ist, spielt da überhaupt kein Aspekt dagegen, dass man das so durchführt. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, in den Laboren der technischen Dienste zu prüfen. Wir haben ein eigenes Labor für derartige Prüfungen, wo wir solche Penetration-Tests durchführen können. Das ist zwar nicht ganz um die Ecke, aber es ist zumindest in Fahrentfernung, sodass man mit dem Prüffahrzeug auch hinkommt. Wenn man diese Produktprüfungen durchführt, dann geht es unter anderem auch darum, zum Beispiel zu überprüfen, sind bestimmte Zugänge passwortgesichert, sind Sicherheitsprotokolle eingehalten und so weiter. Und je nachdem, jetzt sind wir wieder beim Thema Risikobeurteilung, wie kritisch die Risikobeurteilung einen bestimmten Aspekt beäugt, desto intensiver schauen wir natürlich bei bestimmten Aspekten darauf, was dann letztendlich über die Penetration-Tests dann abzubilden ist. Hier sind wir jetzt allerdings an der Situation, dass gerade dieses angesprochene Auditorenteam meine eigene Kompetenz im Bereich der Produktprüfung an sich sehr eingeschränkt ist. Das heißt, wir haben da bei uns eine komplett andere Abteilung dafür, die sich nur mit derartigen Themen befasst. Das heißt, meine Kompetenz liegt im Bereich Management-Systemzertifizierung und Gesamtfahrzeughomologation. Die Kollegen würden sich dann mehr mit den Penetration-Tests beschäftigen. Das heißt, wenn über diese Antwort jetzt darüber hinaus noch Fragen wären, würde ich auch bitten, im Nachgang nochmal auf uns direkt zuzukommen, sodass wir dann gegebenenfalls auch den Kontakt zu den Kollegen herstellen können, die sich sehr intensiv mit der Produktprüfung auch auseinandersetzen. Okay. Danke dir. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ziehe ich noch eins aus der Cybersecurity und eins dann noch zur GDPR-Teilprüfung raus. Also bei Cybersecurity wäre noch ein Punkt, der ich glaube auch sehr interessant ist. Wie schaut der detaillierte Genehmigungsablauf bei der Cybersecurity aus? Ja, kann man sich vereinfacht so darstellen oder so vorstellen, im Gegensatz zum heutigen Verfahren, der Hersteller baut einen Prototypen auf, überlegt sich ein Serienfahrzeug, wie das aufgebaut werden soll, erstellt den Beschreibungsbogen, wir schauen uns den Beschreibungsbogen an, wählen einen Worst Case aus, prüfen diesen Worst Case, erstellen einen Prüfbericht und schicken die Unterlagen zum Amt. Ist das Verfahren jetzt tatsächlich ein bisschen anders? Und zwar beginnen wir eben mit dieser Notwendigkeitsbestimmung, mit der Analyse des Produktes, brauchen wir überhaupt Zertifizierung, ja oder nein. Und dann geht es wirklich ganz gezielt auf das Managementsystem los, sodass das Managementsystem dann bewertet wird, auditiert wird. Es muss vor allem erstmal aufgebaut werden durch den zukünftigen Genehmigungsinhaber. Und dann wird im nächsten Schritt, nachdem die Auditierung durchgeführt wurde, erstmal eine sogenannte Konformitätsbescheinigung seitens der Behörde erstellt. Diese wiederum ist sozusagen die Eintrittskarte für die Produktprüfung an sich. Die Risikobeurteilung, über die ich jetzt schon diverse Male gesprochen habe, ist wichtig zum einen für das Managementsystem und deren Bewertung, aber auch für die Produktprüfung und deren Bewertung. Das heißt, die hat dann Einfluss in beides, aber ohne dass wir die Konformitätsbescheinigung seitens der Behörde haben, brauchen wir mit der Produktprüfung eigentlich gar nicht zu beginnen. Und erst wenn das alles vorliegt und alles abgeschlossen. Erst dann erstellen wir den finalen Prüfbericht und senden mit dem Beschreibungsbogen und sonstigen Unterlagen die Informationen an die Behörde und die erstellen dann das entsprechende Genehmigungszertifikat.
Also auch hier ein deutlich umfangreicherer Prozess, der da stattfindet gegenüber dem heutigen bekannten Verfahren. Gut, danke.